Hallo ihr Quirlinge, es geht weiter mit Street Kid wie in Cyberpunk 2077. Jawohl, wir sind drauf und dran, jetzt endlich mit den Questen von Westbrook zu beginnen. Das ist der östliche Stadtteil von Night City, frag nicht warum. Jedenfalls haben wir da mehrere Bezirke wieder. Wir haben da Japantown, wir haben North Oak und wir haben Charter Hill, da sind wir bisher am wenigsten gewesen. Und wir fangen mal hier in der nächsten Nähe an. Das wäre Japantown. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wer eigentlich die Regina Jones von Westbrook ist. Aber der oder diejenige wird uns gleich anrufen. Denn ich werde mich unvorsichtigerweise in die Nähe folgender Queste begeben. Gimme Danger? Nee. Wir machen eine Nebenqueste. SOS Söldner gesucht, rettet die Person hier. Habe ich darauf Bock? Weiß ich noch nicht. Alternativen? Na komm. SOS Söldner gesucht, da fahren wir hin. Kurz entschlossen. So, Auto. Hier. Ah ja, ich bin mit der Karre vom letzten Überfall gefahren, nicht mit meinem eigenen. Aber dieser Kindersitz, der ist irgendwie, ist mir nicht recht. Deswegen nehmen wir nochmal die Apollo von Le Scorpion. Und die sagt wieder, bremsen wie ein Widder. Das macht sie mit Absicht, um mir zu imponieren. Von wegen, guck mal, was ich kann. Klammer auf, ohne dich, Klammer zu. Tut, tut, ja, ja, ja. Kannst mich mal. Okili, dokili. Möge die Fahrt gesundheitsfördernd sein oder zumindest nicht gesundheitsschädigend. Jetzt bin ich nicht abgebogen. Wir begeben uns in neue Gefilde. Meine vielleicht unbewusst eingeschliffenen Fahrroutinen sind jetzt natürlich völlig aufgeschmissen, weil ich neue Wege werde befahren dürfen und befahren müssen. Aber wir sind auch relativ innenstadtnah. Das ist vielleicht auch nicht das allerschlechteste Viertel, was wir da haben jetzt vor uns, Japantown. Das ist meiner Erinnerung nach kein Kabuki. Aber vielleicht irre ich mich auch. Die Lücke treffen. Oh, schon wieder. Abbiegen für Anfänger, oder? Fahren wir hier lang? Nee, willst dich nicht aktualisieren? Route? Ey, Route, komm schon. Ach, ich muss da oben lang. Oh, nee, ich muss auf diesem Highway lang. Na toll. Dann also doch hier nochmal einen ganz gefährlichen U-Turn. So. Wir sind auf Kurs. Und natürlich auf der linken Spur. Das ist Kabuki, nee, aber hier, jenseits des Flusses. Oder der Bucht. Ich weiß gar nicht, was es ist. Es ist eine Bucht, richtig? Es ist kein Fluss. Den Fluss werden wir auf der Überlandkarte sehen. Wo muss er denn lang? Hier. Der kleinen Mistkarre hinterher. Apropos Mistkarre, ich habe wieder mehr als genug Eddies, dass wir uns mal wieder was kaufen könnten. Ja, das ist richtig. Machen wir auch demnächst. Vielleicht sogar in dieser Episode, wenn es schnell geht. Da haben wir's. Und hier kann man so gut, sogar gut parken. Hier, genau. Mein Kind, ich habe eine große Aufgabe für dich. Der Netrunner lebt noch. Aber was mit ihr geschieht, ist eine Frage der Zeit oder deiner Diskretion. Bugbear ist im Net gefangen. Wenn sie rauskommt, stehen die Tiger Claws bereit, um sie in der Luft zu zerreißen. Kommt sie nicht raus, sind ihre Synapsen bald frittiert. Es kommt auf dich an, Wie. Details findest du anbei.
Ich muss sagen, Regina Jones war mir als Auftraggeberin doch lieber. Die hat zwar genauso genervt, wie Wakako jetzt hier nervt, aber immerhin wusste ich sofort, was ich machen muss. Ach, Wakako. SOS Söldner gesucht. Netrunner von Tiger Claws retten. Bugbear. Echter Name unbekannt. 24 Jahre alt. Aha. Früher kamen Bugbear und die Tigers gut miteinander klar. Sie wollten zusammen eine Kiroshi-Lagerhalle ausrauben. Aber Bugbear hat die Tigers verarscht. Als der Wagen mit teuren Spitzendeck vollgepackt war, hat sie ihn aus der Ferne rausgelenkt und die Tigers drinnen im Stich gelassen. Todesurteil. Aber die Tigers sind tough und können richtig stur sein. Am nächsten Tag kreuzen sie vor ihrer Wohnung auf und wollen wissen, wo sie die ganzen Tech versteckt hat. Bugbear hat keinen anderen Ausweg als das Netz gesehen, hat sich so mit Software umgeben, dass sie sofort verrecken würde, wenn jemand ihre Verbindungen trennt. Aber jetzt müssen die Tigers ja bloß abwarten. Früher oder später muss Bugbear da raus. Oder sie verbrutzelt sich die Synapsen. Und die Tigers sind sehr geduldig, vor allem wenn es um Rache geht. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es ihnen sogar am liebsten ist. Hol Bugbear da raus und sag mir Bescheid, dann lasse ich euch abholen. Aber sei extrem vorsichtig, wenn du ihre Verbindung kappst. Tote oder tot bringt sie mir überhaupt nichts. Ich dachte, Wakako ist die Anführerin der Tiger Claws. Warum kann sie ihren Tiger Claws nicht sagen, dass ich die jetzt abholen komme und dass sie mir nichts tun sollen? Das ist irgendwie alles sehr seltsam. Ist Wakakos Macht doch nicht so uneingeschränkt, wie ich das bisher vermutet habe? Hm? Keep out. Oh, von wegen. Au. Ja, haust du gegen die Nase? Ja, Aliens gibt it my wife. Ja, congratulations. Hier ist nix. Müssen wir hier in dieses Ding rein? Ah ja, müssen wir. Ah, okay, das ist also mein Weg. Kurz nochmal gecheckt, was hier um die Ecke ist. Haben wir da schon irgendeinen, um den wir uns kümmern dürfen? Nein. Wärmer heiß. Was war das für eine Musik jetzt gerade? Das macht mir Angst. Mach mal diese Tür zu. So. Das ist verschlossen. Dann soll ich wohl hier drauf. Verschlossen. Da ist offen. Und auf dem Dach ist erstmal nichts los. Doch, warte mal, da ist einer. Tigerclaw-Gauner, lass dich mal anpingen. Vor dir steht jemand mit erhobenen Armen. Das ist dann wohl ein bedauernswerter Zivilist. Aha. Naja, bei so SOS-Söldner gesucht Questen ist es ja grundsätzlich so, rollenspielerisch gesehen, da will jemand aus irgendeiner brenzlichen Situation gerettet werden und eigentlich muss man da immer darauf zählen oder immer darauf hinarbeiten, dass man diese Person auch rettet, weil man sonst derartige Aufträge ja nicht mehr bekäme. Hm? So sehe ich das. Also, Tiger Claws, tut mir echt leid. Aber erstmal tut mir leid hier, Telekom, weil ich zwack mir mal was ab von eurem Budget. 1C55BD. Das ist gar nicht so einfach. Doch das zack, zack, kann man um die Ecke machen. 1C. E9. Wo ist denn hier eine E9? Wir haben ganz wenige E9s, glaube ich. Oh, nur eine einzige. Oha. Also wenn wir von 1C auf E9 kommen wollen, könnte man die hier unten nehmen. Dann müsste man aber hier BD haben. 55. Ah ja, 1C, 55 BD. 1C, E9. Ja, also 50 BD, 1C, E9. Und dann haben wir's. Müsste so ein Tausender sein. Oh, 1600, sehr gut. So, den hast du da am Wickel. Das ist eine Bewohnerin namens Bandele Lezzoalo. Hm? Der Typ sieht mich. Der da hinten sieht mich ab. Nein, 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 das wollte ich gar nicht. Der Typ hier vorne an der Kante sieht mich meiner Ansicht nach noch nicht. Wem hätten wir denn glauben können? Netzler, wo sie ist? Mann, wir stecken echt in der Scheiße. Was?
Sie hat wen umgebracht? Oh, fuck. Ich weiß nicht. Hier hat niemand irgendwen umgebracht. Wo bist du hin, feige Sau? Oh, irgendwie haben die das... Die haben was gemerkt. Das habe ich toll gemacht. Ach, der kann da hochsteigen. Komm raus, du feige Sau! Ja, super. Jetzt habe ich die ganze Zeit dieses Geplärre hier im Ohr. Naja gut, es wird geschossen, sobald ich auffliege. Na, hast du dicke Eier, so wie du da stehst, oder was? Ich glaube, jetzt schwellen sie ab. Verpiss dich, Vandele. Lass die großen Jungs hier spielen. Und die entsprechenden Tigerchen eindosen. Oh, jetzt muss ich hier um diesen ganzen Klimaanlagen-Scheiß rumlaufen, um hier an diese Tonne zu kommen. Es kann nicht. Da ist ja einer. Auf meiner Ebene. Komm, Mietz, Mietz. Lass uns spielen. Das war ja echt knapp. Wo kam der her? Aus der Tür kam der. Wo versteckst du dich? Auf dem Dach. Komm gerne rauf, aber erst wenn ich in Stellung bin, ja? Das wäre lieb von dir. Oh. Nervenkitzel! Schnauzeradio. So. Okay. Die da hinten lasse ich mal liegen. Das Dach scheint ja hier. Ah ja, hier kann man auch hoch. Oho. Da an der Antenne könnte nochmal so ein Knoten sein. Liegt hier was? Ach ja, das war nicht ich. Das war eine Zivilistin, richtig? Ja, das ist ein Opfer der Tiger Claws. Was auch immer die schon wieder getan hat. So, BD 55, BD, BD. Zack, 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 kriegen wir hin. BD 55, BD, BD, könnte man auch so machen. 55, haben wir gar nicht so viele. Das habe ich da unten mit drin, das ist schön. Ich muss nach der 55, noch eine 55 und eine E9 finden, also BD... 55 oder mal BD. Ne, da komme ich nicht auf die 55. Also BD 55 ist die einzige Chance. Hier habe ich dann mehrere BD, BD. Von hier aus komme ich nicht auf eine 55. Von hier aus auch nicht. BD 55. BD, BD. Ich kann nach unten gehen, das nutzt mir aber auch nichts. Ah, also BD 55. BD. BD. Was? Achso, BD. BD. 55. Irgendwie so, was weiß denn ich? Ich bin gerade überfordert mit Rätselspielen. Oder mit Rätseln in Spielen. Ich rieche eine Ratte. Ich rieche eine Ratte, ja. Das ist dann dusch dich mal. Kann ich hier über euren Stieg noch jemanden aus dem Spiel nehmen? Zum Beispiel dich hier. Es seid mir irgendwie so wenige. Ich ping dich nochmal an. Was genau mache ich da gerade? Ich mache einen Optikneustart, oder? Ja, das will ich doch gar nicht. Das ist totaler Scheiße. Kann ich es abbrechen? Kann ich es abbrechen? Abbrechen, abbrechen? Nein. Upsala. Kanda? Kanda? Ja, wenn ich dich schon blind mache. Oh. Lesen? Ah, hier wird das Gespräch. Kaneishi und Nakaya. Kaneishi sagt, wie läuft es?
habt ihr ihre Verbindung getrennt und Nakaya, wir brauchen noch etwas Zeit, Boss. Wir können ihr einfach den Link rausreißen, aber dann sagt sie uns kein Wort. Und Kanaishi wieder. Wir brauchen jemanden, der weiß, wie Buckbeer tickt. Wer kennt sie? Haben wir irgendwelche Runner, die Kontakt mit ihr hatten? Und Nakaya, ich ruf dich besser direkt an. Wo versteckst du dich? Im Moment auf dem Balkon. Von wo aus ich auch gar nicht wieder wegkomme, richtig? Komme ich hier aufs Dach? Ich rieche eine Ja, gut, ich kann natürlich mit der Leiche über der Schulter nicht klettern. Das ist logisch. Deswegen ruhe ich hier mal aus. Leise. Euro-Dollar, schön. Wo versteckst du dich? Auf dem Balkon, ich wiederhole mich. Ich bin nicht am Schleichen, warum nicht? Deswegen. Der Typ kann mich nicht sehen, der ist hinter einer Wand. Ah, das ist sie ja schon. Ich rieche eine Ratte. Ah, ich rieche eine Ratte, ja, toll. Komme ich hier rein? Ach, das war offen. Hä, das sah so komisch aus. Wo versteckst du dich? Oh, du nervst mich. Warte, nicht die Verbindung trennen. Kühl mich runter, sonst bin ich Barbecue. Hol Kühlmittel aus dem Bad. Sie scheint irgendwie mich wahrnehmen zu können. Kühlmittel aus dem Bad. Ich hol aus dem Bad, genau. Ich hol erstmal Eddies aus dem Tisch. Ich rieche eine Ratte. Ja, ja, ich auch. Sogar mehrere als eine. Ah, Kühlmittel, okay, das muss ich dann machen. Ja, habe ich verstanden. Die kann sich wenigstens klar ausdrücken. Nicht so wie diese komische Doktorin. Nimm dieses Zeug da vom Tisch. Ja, von welchem Tisch denn? Die sagt aus dem Bad, ich gehe hin, hab's gefunden. So muss man mit mir arbeiten, ja? So, Melitech-Netoniant. Ah, das ist schön. Nee, der ist nicht schön, der ist ein Ganzkörperanzug. Ich rieche eine Ratte. Du bist der Einzige, der hier noch am Leben ist, angeblich. Tut mir leid, aber du bist einfach zu nervig mit deinem Gelaber. Okay, dann hier das Pausenbrot. Kann ich dich irgendwo entsorgen? Das ist offenbar ein Wohngebäude. Ach, ein Treppenhaus ist natürlich eine blöde Idee. Rollenspielerisch gesehen. Oh. Alles zu. Ah, hier könnte man theoretisch rein. Wenn man denn Stärke hätte. Ich finde es komisch, dass man die meisten Türen, also diese Türen hier, die macht man mit Stärke auf, aber diese komischen Gatter, diese Zäune, wo wie die halt so rauslösen, rausstemmt, die macht man mit Technik auf. Das ist irgendwie komisch. Ich würde es ja genau andersrum logisch finden. Was ist denn das hier für eine Bude? Das ist aber flauschiges Klopapier. Das ist kein billiges. Es hat mindestens 4 Lagen. Vielleicht sogar getränkt mit Kamille. Und jetzt höre ich langsam auf mit dem Thema. Was ist das? Was zu essen. Granatos. Da kann ich raus. Was ist hier? Handbuch einer Solo-Legende. Das kommt mir schwer bekannt vor. Das lese ich jetzt nicht. Ich glaube, das haben wir schon. Falls es doch neu ist, wird es nachgereicht. Hier war gar nichts. Das hier noch. So. BD, BD, 50 RC. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. BD haben wir oben nicht drin. Also nur ja, BD, 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 551, da. So, 551C. 1000er. Ja, wie? Die Bude ist nicht so schön wie deine. Also deine ist auch nicht schön, aber die hier ist noch viel schlimmer.
Diese Fliegen allein hier. Dieser alte Kaffee. Das hier ist der Absprungpunkt, wo ich das hier oben gesehen habe, genau. Warum kann ich nicht einfach auf den anderen Balkon springen, von der anderen Wohnung? Also ich glaube, ich habe hier keine Taiwas mehr. Es ist doch hier die Frage, wenn ich hier plündern und erkunden will, warum kann ich nicht einfach hier? Ja, genau drauf. Mir irgendwas brechen und verstauchen. Komme ich hier nicht rein. Da liegt eine Leiche in dieser Wohnung. Ich sehe es ganz genau. Ach ja, Konstitution 9. Ja, ich komme ja nie wieder in diese Behausung hier rein, wenn ich die Queste jetzt nicht habe oder nicht mehr habe. Okay, also da komme ich auch hier über diesen Trick nicht rein. Die Fenster sind leider nicht manipulierbar. Auch die Tür nicht. Hallo? Ja, geht. War da in der Ecke nicht noch eine dritte Wohnung hier? Das ist doch... Wobei, langsam, Vorsicht. Ey, Typ, du kannst langsam mal fliehen. Du kannst echt mal fliehen, Bandele. Hier, diese Wohnung. Was ist mit der? Ja, genau. So macht man das nicht. Nochmal von vorn. Ich habe alles im Griff. Ich habe auch noch die unteren Etagen. Oh, dieser Krach. Also. Ich will doch nur hier auf dieses Ding. Dann hier ganz sanft auf diesen Stuhl hüpfen. Ihn zertrümmern. Und dann feststellen, dass... Hä? Nee. Ich bin falsch. Das war ich auch nicht. Aber trotzdem falsch. Ich muss hier hin. Au, da war Stacheldraht, Mensch. Genau. Verschlossen. Toll. Alle Schotten dicht. Ja. Hier ist nichts für mich zu holen. Hier liegt auch nichts rum. Leider. Okay, war ein Versuch wert. Dann die andere Seite ist noch genauso interessant. Tut mir leid, aber es ist ein Queerplay. Wir gucken uns das alles an. Andere Let's Player wären schon drei Questen weiter. Und ich breche mir hier die Füße. Aber ich habe auch einen Bounceback gefunden, den andere nicht gefunden hätten. Das ist doch wieder nur dieser komische Flur. Ja, das ist richtig. Das hier ist dann das Treppenhaus. Auch völlig klar. Wieso liegst du hier erschossen rum, ha? So, dann haben wir hier noch eine andere Wohnung und dann ist die Wohnung unserer Klientin. Nein, heißt nein, nein. Also, das ist eine echt abgefuckte Situation. Wer weiß noch davon? Mach sie mundtot. Ja, alle, du Idiot. Okay, dann mach. Wer redet hier? Da unten irgendwelche Typen. Hier, dieser Balkon ist der von der Nachbarwohnung. Komme ich hier nicht rein? Da ist aber was drin, wie es aussieht. Zu. Ah, schade. Und ganz hinten den Balkon retten wir noch. Na komm schon, kriegen wir hin. Hä? Hallo? So will ich das haben. Jetzt bleib mal gerade oben, das ist gar nicht so schlecht. Denk an eine Turnstunde mit dem Schwebebalken, dann klappt das von ganz alleine. Das ist die Wohnung hinter unserer Klientin, aber da können wir auch nichts machen. Ach, wie schade. So, dann ist die Frage, was ist mit Wohnungen, die nach unten gehen, also in einer der niedrigeren Etagen?
Komme ich da hin? Das hier ist das Treppenhaus. Ja. Den Zustieg kennen wir. Das ist unsere Questetage. Was ist hier unten? Kann ich irgendwas manipulieren? Lass mich raten, hier komme ich gar nicht rein. Ja. Der lebt noch. Und das wäre hier... Also soll ich ausziehen, weil die Tiger Claws sich hier breit machen? Halt einfach die Klappe und lass... Ist irgendwas? Bin ein bisschen verstört ob der Nachbarschaft hier. Hm. Dem Kind geht's auch nicht gut. Ah ne, das spielt mit einer leeren Dose. Ah ja, okay. Gut, ich glaube, wir haben hier nichts mehr, was wir uns angucken können. Wir haben nur die Questetage. Und die eine Wohnung mit der anderen Leiche, aber da komme ich halt nicht rein wegen Constitution. Die Frage ist allerdings, ob ich nicht später nochmal hier reinkommen kann. Oder ob dann nach dem Ende der Quest diese Tür zufällt. Das kann sein. Trotzdem würde ich mir das mal versuchen zu merken, als da wäre hier, genau, Konstitution 9 in diesem Block. Da kann ich noch was machen, vielleicht. Jetzt haben wir unsere Klientin, wir haben keinerlei Tiger Claws mehr. Achso, dich habe ich ja auch richtig. Tiger Claws mehr hier, die uns in die Suppe spucken. Du bist auch nicht von mir. Komisch, dass die Tiger Claws nicht einfach das Geld mitnehmen, wenn sie schon jemanden erschlagen. Was? Sie hat wen umgebracht? Oh fuck. Ich weiß nicht. Nova Aschenbecher. Erstmal deine Korrespondenz lesen. Ein echter Acid-Trip, nur nicht so, wie ihr glaubt. Habt ihr euch je gefragt, was passiert, wenn ihr in einen Säurebottich fallt? Nein. Jetzt kriegt er die Chance dazu. Bevor ich mir Kings of Acid überhaupt geholt hatte, Kings of Acid, war meine Neugier schon auf dem Tiefpunkt, weil ich wusste, dass es nicht um diese Art von Acid geht. Im Ernst, Körperhorror hat eine so mächtige Tradition, dass es heute eine nahezu herkulische Aufgabe ist, eine frische Herangehensweise ans Thema zu finden. Aber, heilige Scheiße, haben die Devs diesmal abgeliefert. Ihr spielt Arthur Kerr, einen tollpatschigen, irgendwie kauzigen Rockerboy, der in einen Shitstorm mit Mähstrom gerät. Die Borgschläger vertrauen Kerr ein mysteriöses Paket an, in dem sich ein Urtier befindet, das zu sofortiger Selbstregeneration fähig ist. Doch durch unglückliche Umstände, die unserem Held übrigens ständig widerfahren, lauert ihm bei der Übergabe in einem Konzernlabor eine rivalisierende Gang auf und Kerr landet dabei in einem Bottich voller Mutagensäure. In diesem Moment beginnt sozusagen der Trip. Der Rockerboy durchlebt eine Mutation nach der anderen. Stielaugen, Hautverformung, Halstentakel und das sind noch nicht einmal die krassesten. Nach jeder gewonnenen Kampfsequenz absorbiert Arthur den genetischen Code aus den Blutspritzern seiner Gegner, was die ohnehin schon großartigen Hacken-Slash-Kämpfe noch besser macht. Die stetig wachsende Spirale möglicher Mutationen sorgt dafür, dass man verdiente EP äußerst vielseitig einsetzen kann und garantiert außerdem einen hohen Wiederspielwert. Alles in allem besteht Kers Motivation darin, blutige Rache an seinem Musikproduzenten zu üben. Wie kommt der denn jetzt ins Spiel? Der ihm einen lukrativen Albumdeal versaute und obendrein den Freund des Rockerboys brutal ermordete. Story und Gameplay sind genial miteinander verwoben. Und das Pseudo-Braindance-Implantat, das bei jedem Spiel dabei ist, lässt Spieler tiefer in die völlig abgefahrenen Mutationen eintauchen, währenddessen stechende Schmerzen sich zu wilder Ekstase steigern. Glaub mir, dieses Ding ist der Hammer. Okay, ich glaube, das hat nichts mit unserem aktuellen Fall zu tun. Können wir hier noch was lesen? Ich darf es nicht trennen. Immer das. Du glaubst, wir sind ein bisschen dumm, oder? Aber danke für den Tipp. Hol Kübel aus dem Bad. Ja, hab ich. So. Verringere Backbiers Körpertemperatur, bevor du die Verbindung kappst. Ja.
das scheint dir gut getan zu haben. Trenne Backbiers Verbindung. So, jetzt. Nein, 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 das ist eine echt abgefuckte Situation. Oh, ihr labert mich hier ständig zu. Mach sie mundtot. Benutzen. Ja, alle, du Idiot. Okay. Datei. Dann mach. Systemtemperatur 89 Grad, Energieverbrauch 92%, Nutzerstatus kritisch, Verbindung nicht trennen, Nutzerkörpertemperatur reduzieren. Auch hier steht es nochmal für die ganz Doofen. Nachrichten, Alarm von Norimasa an Backbier. Okay, wenn ging klar, alles bereit, aber denk dran, kapp den Alarm für 15 Minuten, genau um 14.30 Uhr. Um 14.31 Uhr fangen wir mit dem Verladen an. Alles muss auf die Nanosekunde passen. Wenn du das versaust, reiß ich dir den Arsch auf. Und die Antwort? Chill mal, warum so unentspannt? Und gepanzerter Wenn als Betreff. Auch wieder Norimasa an Backbier. Du musst den Kiroshi-Wenn im Intervall von außen hacken. In 10 Sekunden. Wenn du das versaust, kommen wir nicht ins Lagerhaus, klar? Wird knapp, aber kriege ich hin. Okay. Erstmal nichts Belastendes, was wir nicht ohnehin schon wussten. So. Trenne Backbier. Ah ja, richtig hier. Schlampe. Huch, weißt du, wo sie ist? Mann, wir stecken echt in der Scheiße. So, soll ich dich jetzt wirklich zu Wakako bringen? Aber ich weiß nicht. Die anderen. Hm. Wo muss ich lang? Über die Treppe. Wo ist denn Le Auto? Da stehen welche. Und hocken auf dem Zebrastreifen, auf dem Fußgängerampelüberweg. Und ducken sich. Warum? Ich habe gar nicht geschossen. So, der Typ da ist ein Einheimischer. Tja, Backbier, ich weiß nicht, ob ich dir was Gutes tue, wenn ich dich jetzt hier ablade, aber eine andere Chance sehe ich jetzt irgendwie nicht. Kofferraum? Nee, oder? Doch, Kofferraum? Hm. Naja, gut. Wärmer heiß, erledigt. Wakako? Gut gemacht, mein Lieber. Ich bin zufrieden. Wir hören voneinander. Auftrag abgeschlossen. Und Level up. Schön. Du hast nichts gesehen. Die Tür ist auch zu. Mhm. Ja, das war ja relativ einfach, aber gut, mit Level und ein paar 20. Und... Das sind auch ein paar Tigerchens. Weil ich bisher nicht geschossen habe. Guck, guck. Musik, beruhige dich wieder. War ganz schnell. Guck mal, der steht sogar noch. Fällt gar nicht auf, dass er tot ist. Und der hier denkt, das gehört dazu, die Geräuschkulisse. Zu seinem aktuellen BD. Okay, na, schicke Mopeds. Oh, was ist denn das hier? Ach, das ist das Treppenhaus, richtig. Untenrum ist auch nichts hier offen, oder? Nee. Alles klar. So, was machen wir jetzt noch? Überfall. Ist gerade nichts in der Nähe. Wir könnten die Open World ein bisschen weiter erkunden. Oh, das mache ich mal. Jetzt ist hier diese Ecke dran. Also tuck euch da hin. Gucken wir das mal an. Und dann schauen wir mal, was wir da noch einsammeln können. Vielleicht mache ich auch ein bisschen ein größeres Eck. Das muss ich mir überlegen. Also. Achso, das machen wir vorher hier. Charakter. Technische Fähigkeiten. Wenn ich da jetzt reingehe. Ich brauche mal irgendwann 18. Damit ich auch legendäre Sachen machen kann. Und sogar die 20. Einerseits, andererseits. Ja, die Frage ist, wie viel Level kriegen wir denn
Was ist da unten? Wissenschaft. Ah. Erhöht den Verkaufspreis von Items um 10%. Plus 1 pro Vorteilslevel. Plus 1% plus Vorteilslevel, okay. Da ich ja Geld mit sowas machen will, ja, wir müssen ja auch für eine weitere Beschäftigung für V sorgen, der kann ja nicht ewig hier so mordend durch Night City ziehen, werden wir das irgendwann aus rollenspielerischen Gründen machen müssen. Und auch das Ding braucht Level 20 in Tech. Also will ich das auch früher als später haben. Mit anderen Worten, technische Fähigkeiten auf 15. Und der Vorteilspunkt, ja, den kann ich woanders rein tun. Der hilft mir hier gerade nicht. Das ist alles ausgegeben. Das hier finde ich nicht so spannend. Haben wir hier was Schönes? Massenverwundbarkeit. Dauer Breach-Protokoll um 20% erhöhen. Da ist ja auch dieses macht die Leute blind mit gemeint, richtig? Ich glaube, das hier ist ganz okay. Biosynergie ermöglicht die Regeneration von Speicherkapazitäten im Kampf. Alle 60 Sekunden 4 Speicherpunkte. Das war in dem einen Kampf mit Penem gegen diesen Wraith da in diesem Tunnel. Das war da schon ein bisschen grenzwertig. Also nehme ich mal das. Okay, so. Jetzt tucker ich zu meinem Zielgebiet und wenn ich dort bin, geht's für euch im Video weiter. B, kannst du gerade? Willst du reden? Ich meinte persönlich. Kannst du zum Lager kommen? Ich habe ein Problem. Du hast ein Problem und rufst mich an? Hast du dich nicht mit der Familie versöhnt? Naja, das habe ich, aber ich dachte, das soll wohl heißen, du willst nicht kommen, habe ich recht? Habe ich nicht gesagt. Schon unterwegs. Puh, danke. Da bin ich erleichtert. Bekomme ich etwas mehr Infos? Worum geht's denn? Also, das würde ich dir lieber... Lass mich raten. Saul, oder? Du kennst mich zu gut. Mhm. Bis gleich. With a little help from my friends. Nee, with a little help from my friends. Ach, die Frau, die kann einen auf Trab halten. Kein Spiel braucht eine Haupthandlung, wenn sie Penem Palmer als NPC hat. Die füllt das Questbuch von ganz alleine mit ihren Problemen. Okay, ich war ja gerade dabei, das ein bisschen zu erkunden hier, dieses Zielgebiet, aber das mache ich noch weiter. Wollt euch nur diesen Anruf nicht vorenthalten. So, ihr Gewehrlinge, jetzt geht's wieder ans Open World erkunden. Ich habe mir hier dieses Zielgebiet angeschaut, diesen dreieckigen Zipfel, den ich gerade umfahre. War auf den Dächern, habe aber da nichts entdeckt. Es gibt hier in diesem Gebiet nur eine interessante Stelle. Und die war mit 3 Mailstromern besetzt, die ich ausgeschaltet habe. Und dann bin ich weggelaufen. Ah ne, hier liegt er noch. Guck, da. Nummer 1. Denn die Mailstrom-Gang hat hier hinten ein kleines Lager. Das ist uns bisher questmäßig durch die Lappen gegangen. Der hat sogar was Blaues dabei. Oh, Optik-Neustart und Speicherlöschung. Oh ja, schön. Die habe ich durch die Mauer hier erschossen, böse wie ich war. Und hinterhältig. Die wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Die Garage hier ist zu. Also wie fährst du eigentlich aus der Garage raus? Du musst da raus und dann hier um die Ecke und als wenn es nicht schon eng genug wäre, war jemand so schlau, genau hier noch ein paar Fässer hinzustellen. Das ist so zu Experten. Okay, also, was ist das hier? Das ist eine Mähstromer Garage mit einem Verbandskasten. Komponenten, einem Laptop, der ist vielleicht interessant. Beides. Ohrringen. Ja, das war's. So, du. Birgst du noch irgendwelche Informationen? Nein, du birgst gar keine Informationen. Du hast keine lokalen Dateien gespeichert. Vielleicht warst du mal als Questort vorgesehen oder vielleicht ist es einfach nur so Ambiente. Das heißt, das haben wir auch. Die ganzen Zipfel können wir abstreichen. Das bedeutet, wir haben hier nördlich dieses Highways, diesen ganzen Zipfel hier erkundet. So viel, also das habe ich bisher von der Open World erkundet. Also quasi
bisschen mehr als unter dem viereckigen Mauszeiger. Ne? Der Rest fehlt noch. Ja, ich bin verzweifelt. Hier. Weil ich verzweifelt bin, machen wir in der Episode noch einen Frustkauf. Wir kaufen uns dieses schweineteure Auto für 75.000 Eddies, denn wir haben... Ja, es geht fast auf das Doppelte zu. Und wir wollen das doch alles haben, ne? Wir fahren mal mit dieser Karre dann zum Panem vor. Wobei, findet es Panem cool, wenn wir mit dem Auto fahren? Oder, na, Panem hat ja selber auch ein Auto. Die ist auch nicht so der Motorradtyp. Da fahren wir mit der protzigen Karre dahin. Genau. So, die ist ein bisschen weit weg. Deswegen brauche ich nochmal... Ja, den Scorpion Mustang. Wie willst du mich denn fahren? Warum kann ich einfach hier zurückfahren? Das ist doch viel kürzer, oder? Der Mensch versucht, schlauer zu sein als das Navi. Mal gehen und sehen, ob das gut geht. Ich fahre ja quasi geradlinig drauf zu. Das kann ja nicht so verkehrt sein. Das ist echt das mit Abstand teuerste Auto, das wir uns jetzt gleich kaufen werden. Au. Kann ich eigentlich Panem auch mal anfunken und sagen, du, ich brauche deine Hilfe bei irgendeinem Job? Oder ist das jetzt so eine einseitige Geschichte? Muss immer bei ihren Männerproblemen helfen. Was ist, wenn ich ein Männerproblem habe? Hilft mir dann auch. Ja, komm hier, du bist zu langsam. Au! Darum? Nee, wie denn nun? Irgendwie fahren wir jetzt ganz komisch. Die Wege führen. Na gut, ich vertraue dem Abi. Das heißt, das Afterlife. Ich erkenne es wieder. Schickes Auto. Oh! Verbeultes Auto. Na, hoffentlich sieht das nach was aus. Ich gucke ja absichtlich... Oh, wie fahre ich denn hier? Ich gucke ja absichtlich gar nicht hin. Ich weiß nicht, was uns an ästhetischem Schrecken erwartet. Aber es ist halt teuer. Und das nächste. Kaum habe ich mal eine Quest abgeschlossen... Quattra Type 66 Avenger. Kaum eine abgeschlossen, kommt die nächste. Ist das eigentlich Street Credit abhängig, wann ich die Dinger reingebeamt bekomme? Oder kennen die meinen Kontostand und denken, na, das ist zu viel, das muss weniger werden? Ist ja ähnlich wie... Wohnen wir hier nicht in der Nähe? Ja, wir wohnen hier. Das ist der Parkplatz hinter unserem Apartment. Oh, das ist ein Schlitten. Ah, den gucken wir uns mal ganz genau an. Ja, die Farbe ist natürlich eine Zumutung. Weil es ist gar keine Farbe, die ich irgendwie beschreiben kann. Es ist ein... Grau-grün, bestenfalls. Es ist eine Angeberkarre. Wir wollen angeben. Das ist genau das Richtige, was das für eine Marke. Das ist das Symbol von Krupp. Diese drei verschlungenen Ringe. Nee, Krupp ist andersrum, oder? Weil bei Krupp ist der eine Ring oben und nicht unten. Glaube ich. Ja, also es ist nicht das Symbol von Krupp, aber halt um 180 Grad gedreht. Okay, kaufen. So. Damit machen wir eine Spritztour. Und diese Spritztour wird uns gleich mal wieder ganz weit wegführen. Und zwar zu Madame Palmer.
weiß ich nicht, hierhin. So muss ich das machen. Karte. Wir müssen da raus. Ah, da müssen wir hin. With a little help from my friends. Geh zum Lager der alte Kaldos. Ja, das werden wir machen. Wir werden dieses Auto einfahren. Eine Jungfernfahrt zumindest für uns. In dem neuen, sündhaft teuren Gefährt. Die Eddies oben, da treibt es einem ja die Tränen in die Augen. Wobei, es ist doch echt gut. Also, wenn wir hier sparsam sind, dann könnten wir irgendwann eine Million schaffen. Ne? Und wer kann das schon in so kurzer Zeit in der realen Welt schaffen? Ne? Wobei, mit Diebstahl, Mord und Totschlag kann man das in ähnlich kurzer Zeit schaffen. Egal, ich möchte diesen Gedanken nicht vertiefen. Stattdessen freue ich mich auf die erste Spritztour in der neuen Angeberkarre zu Panem. Und was dort für Frauenprobleme auf uns warten, das erleben wir im nächsten Teil. Bis dahin!